Ja, mal wieder herzlich willkommen bei Betzmann Galvanik. Heute geht es mal ums Thema schwarze Beschichtungen, also Schwarzruthenium, Schwarzrhodium, Schwarzchrom. Viele fragen immer nach dem Unterschied. Ist eigentlich so, sind unterschiedliche Metalle, die haben aber in der Regel eine schwarze Abscheidung, teilweise von Anthrazit, Dunkelanthrazit bis Schwarz. So ein ganz tief schwarzes bekommt man in der Galvanik eigentlich kaum hin. Es hat einfach was mit der Metallbeschichtung zu tun, mit der Basis. Man kann es versuchen, wenn man es auf Kupfer beschichtet, dass es etwas dunkler kommt. Man kann es versuchen, dass man mit dem sogenannten Schwärzezusatz, die Elektrolyte, Schwarzchrom, Schwarzruthenium oder Schwarzrhodium, versucht noch etwas dunkler zu bekommen. Mischverhältnis steht alles im Leitfaden, meistens so um 1 Milliliter auf 10 Milliliter Schwarzelektrolyt, also 1 Milliliter Schwärzezusatz, da kann man meistens beginnen. Dann kann man natürlich mit der Voltzahl ein bisschen spielen, dass man dann bei der Abscheidung mal versucht mit wenig Volt, von 3 Volt und dann je nachdem, wenn man sieht, es wird heller oder dunkler, kann man die Voltzahl von 3, ich habe Kunden, die teilweise bis 12 Volt hochgehen, kann man versuchen dann die Töne zu variieren. Es ist auch so, dass der Anspruch vom Kunde mal so ist, dass er sagt, Huh, Schwarzrhodium ist mir jetzt ein bisschen zu dunkel und für einen anderen Kunden ist Schwarzrhodium zu hell. Genauso auch beim Schwarzruthenium ist es für den einen zu hell und für den anderen zu dunkel. Da muss man halt einfach im Einzelfall entscheiden, was man letztendlich drauf beschichtet und was die Vorstellung vom Kunden ist. Deshalb empfehle ich auch immer, man übt auf so einem Edelstahllöffel, weil da kann man einfach ein bisschen so die Grundvarianten auch üben, wie Schwarzrhodium oder Schwarzruthenium reagiert, Schwarzchrom. Und ja, dann weiß man, wie dunkel, wie hell entsprechend ich die Beschichtung hinbekomme. Der zweite Punkt ist, dass viele immer sagen, Mensch, die Vorführung ist ja immer auf hochglanzpolierten oder Oberflächen, die ja eigentlich aussehen wie neu. Ich hätte das ganz gerne mal gesehen, wie so auf so einem richtig rostigen Teil. Und das ist halt der Punkt, dass die Vorarbeit natürlich entscheidend ist, weil man direkt auf Rost oder auf direkt auf verpittelten und zerkratzten Flächen teilweise gar nicht beschichten kann, weil die Oxidschichten ja nicht leitend sind. Das heißt, da fließt kein Strom und von dem her kann man da schon gar nicht beschichten oder irgendwas zeigen. Und auch wie in der Bartgalvanik oder auch im Lackieren oder in allen möglichen Oberflächenverfahren ist es halt so, dass man die Oberfläche erstmal auf den Zustand oder in den Zustand bringen sollte, wie man es am Schluss letztendlich haben möchte. Das heißt, entrosten, entlacken, hochglanzpolieren, hochglanzverdichten mit aller möglichen Technik. Ja. Es gibt Polierböcke, also schnell laufender Motor mit Scheibe, verschiedene Klötze, da kann man sehr viel machen. Schleifmaschinen, Satiniermaschinen empfehle ich gerne mal auf YouTube den einen oder anderen Film anzuschauen. Und dann ist es so, wie auch bei der Oldtimer-Restauration oder bei der Verchromung alter Gegenstände, gebrauchte Gegenstände oder auch das Beschichten an sich von Gegenständen, ist das wirklich so, dass die Vorarbeit je nach Kundenwunsch das A und O ist. Ja. Wenn einer sagt, ich habe hier Antiquität, das soll so bleiben, einfach nur eine Goldschicht drüber, neue versilbern oder ja, ein bisschen eine schönere Optik, dann kann man das direkt machen. Das heißt, einfach nur entfetten, aktivieren, ja, und vergolden oder verchromen, wie auch immer. Aber wenn jemand sagt, das Ding soll aussehen wie neu, ja, verrostet, verpickelt, dann muss man das Chrom entfernen. Das geht mit der Technik ganz einfach. Man legt die drunter liegende Nickelschicht frei und dann muss man halt mit entsprechender Technik, mit verschiedener Maschinerie einfach versuchen, das Ding so gut wie möglich auf Hochglanz zu bringen, damit sämtliche Pickel, Einschlüsse, Kratzer, Rost, alles weg ist. Und diese Vorarbeit, die hat mit meiner Beschichtung jetzt an sich nichts zu tun, weil wenn wir dann letztendlich anfangen zu beschichten, dann sieht das Teil wieder aus wie dieses. Ja, deshalb, wie gesagt, Vorarbeit kann man, da gibt es tausende von Filmen, hunderte von Firmen, die aller verschiedenster Technik anbieten. Und da kann man sich einfach mal schlau machen zu sagen, okay, wenn ich jetzt Oldtimer restauriere, das Verchromen an sich ist schlüssig, aber was brauche ich an Technik, um dieses Teil entsprechend wieder so hinzubekommen, wie es mir gefällt? Der Grundsatz aus Alt macht neu, der funktioniert halt einfach nicht. Das ist so, dass in der Galvanik oder im Herstellungsprozess man ein nagelneues Metall nimmt, einen nagelneuen Kunststoff, der gewisse Voraussetzungen mit sich bringt und dann letztendlich in der Galvanik einfach in einem Prozess da durchgeschleust wird. Ja, es wird einfach mal kurz verkupfert oder vernickelt, verchromt, fertig.
Ja, und deshalb ist es natürlich so, wenn diese Firma einen Sitz im Ausland hat, sind die Arbeitsprozesse, sprich die ganzen Umweltbedingungen und die Manpower natürlich wesentlich günstiger. Das heißt auch, dadurch, dass da Tausende von Teile durchgeschleust werden, ist natürlich auch so, dass der Arbeitsprozess viel leichter ist, als wenn man für einen Kunden Einzelteile immer wieder neu entschichten muss, also entchromen, den schadhaften Nickel runter entmetallisieren, bis zum blanken Metall, dann das wieder aufbereiten, polieren und schleifen und das wieder neu machen, neu Kupfer, neu Nickel, neu Chrom. Der Arbeitsaufwand und die Manpower ist natürlich immens größer, als wenn ich ein Neuteil verchrome. Das muss man sich schon bewusst werden, weil wenn man sagt, ich habe ja wie gesagt tagtäglich Angebote aus aller möglichen Sparten, sei es Mofas, Rollers, Motorrad, Oldtimer. Und dann ist einfach so, dass viele das Grundverständnis nicht haben, warum man zum Beispiel Dinge dann halt neu günstiger bekommt als alte Teile, die man dann restauriert, die teuer sind. Ja, mit so einer Stoßstange gibt es Leute, die kaufen sich eine Stoßstange für irgendeinen Oldtimer, die es halt dann noch gibt. Kostet so eine Stoßstange 600-700 €. Und dieselbe Stoßstange im verrosteten Zustand neu aufzuarbeiten, die kann teilweise 800 bis 1200 € liegen. Ja, und dann sagen sich die Leute, ja, da kaufen wir neu oder warum ist das so? Ja, weil halt um eigentlich quasi das ganze Teil wieder so runterzubringen, damit man im blanken Metall ist, um wieder einen Schichtaufbau zu machen, wesentlich aufwendiger ist als das Ganze drumherum. So, genug gelabert. Ja, aber es ist wirklich so. Man darf sich nicht immer nur auf die Beschichtung konzentrieren, wie bei vielen anderen Sachen auch. Ja, ich vergleiche das immer mit dem Sport. Man darf jetzt, wenn ich sage, ich möchte joggen gehen, darf man sich nicht nur darauf konzentrieren, zu sagen, ich laufe jetzt immer von A nach B und irgendwann laufe ich weiter oder schneller oder Ding, sondern der Körper, der durchläuft gewisse Prozesse, ja, sei es durch Kondition, sei es auch durch Muskelabbau, sei es auch durch Schäden, die man während dem Sport seinem Körper verursacht und dann wieder in Form von Regeneration aufbauen muss, ja. Und genauso sind alle anderen Sachen auch, dass man sagt, man kann nicht nur ein Teil machen, sondern man muss den Hintergrund auch ein bisschen verstehen. Und das versuche ich in meinen Videos immer mal wieder zu erläutern. Auch wenn ich jetzt eingangs einfach gesagt habe, heute geht es um Schwarzruthenium, ist es so, dass doch viele Leute einfach zugucken und sagen, okay, wenn ich Schwarzruthenium drauf kriege, kriege ich auch Gold drauf, oder wenn ich Gold drauf kriege, kriege ich auch Chrom drauf. Aber den Hintergrund wieder, das Metall zu bearbeiten oder wie muss die Fläche beschaffen sein, den möchte ich immer mal wieder in irgendeinem Video immer wieder einfließen lassen, dass das immer mal wieder ins Bewusstsein reinkommt, dass man sagt, okay, es geht nicht hier um die reine Beschichtung, sondern es geht auch um den Hintergrund, ja. Natürlich können wir jetzt irgendwo bei Adam und Eva anfangen, ja, oder die Entwicklung der Galvanotechnik, das jetzt nicht. Aber es ist einfach so, dass die Metallvorbereitung, die ist immens wichtig, wenn es für einen Kunden wichtig ist, gell? Und dann natürlich die Frage, wie, wo, was kann man da machen, damit es dann so aussieht wie hier. Deshalb, ich habe öfters welche, die sagen, na ja, komm, du machst ja immer auf fast neuen Teilen, das ist ja einfach. Ja, eben genau, weil die Vorarbeit die schwerere ist, wenn man sich mit solchen Sachen, ich sag mal, anlegen möchte, ja. Wenn man jetzt sagt, wie ich beschichte im Kundenauftrag und der Kunde liefert es mir so an, wie er es haben möchte, tue ich mir leicht, weil der Kunde entscheidet, das reicht mir, das ist meine Fläche, ja, und nicht ich muss es entscheiden, ja. Wenn es natürlich jemand sich auf Oldtimer zum Beispiel Restauration spezialisiert, dann sieht man ganz schnell, was die für Preise nehmen, weil die sagen, okay, wir haben es drauf, wir können es, aber das kostet halt. Gut, also zum Thema Schwarzchrom, Edelstahl, Messing, Kupfer als Basis, irgendwelche Metalle werden zuerst, haben wir gerade schon ausführlich jetzt besprochen, poliert, ja, oder wie auch immer. Ich zeige halt immer so auf kleinen Flächen immer so System-Mikrofasertücher und die Biester sind echt nicht zu unterschätzen, weil die Struktur der Mikrofaser, die ist schon echt extrem. Also man bekommt da sehr viel weg. Natürlich jetzt nicht so ganz tiefe Kratzer, aber man kann da in der Vorarbeit schon ganz viele Sachen entfernen, die sich da halt abgesetzt oder angelegt haben. Spülen mit destilliertem Wasser, ganz normales Baumarktwasser, auch aus dem Trockner, ganz normal. Wenn man große Teile hat, ich habe öfters mal ein Auto hier stehen oder irgendwelche Sachen hier vor der Hütte, dann kann man letztendlich dann auch mit dem Gartenschlauch, bevor ich dann das Ganze wieder dann beschichte, kurz mit destilliertem Wasser, dass man halt die Rückstände vom Wasser auf der Oberfläche minimiert, also sprich Kalk oder sonstige Sachen, die eine Störung produzieren können. Allererster Schritt immer der sogenannte Elektroentfetter. Kann man stromlos machen, das heißt, ich fische mir hier mein Stoffpädchen raus
Und das Schöne ist halt auch bei der Stiftgalvanik, dass man nur das beschichtet, was man haben möchte. Bartgalvanik wird halt alles eingetaucht und in der Stiftgalvanik das, was man mag. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nur vorne oder den Stiel, kann ich hier mit dem, auf trockener Fläche mit dem Klebeband, Isolierband abkleben. Es läuft nichts drunter, also nicht wie Malergrepp oder so, dass beim Malern was drunter läuft, sondern einfach hier strenge Kante ziehen. Ich kann es mit dem Nagellack machen und danach wieder mit Aceton entfernen. Beim Nagellack empfiehlt sich natürlich ein farbiger Nagellack, weil ich dann natürlich auch ganz genau sehe, wo ich ablackiert habe. Beim Transparenten ist es dann wieder am Schluss so, dass man sagt, ups, da war vielleicht doch nicht so sauber gearbeitet und dann ist das nicht so gut. Wieder spülen mit destilliertem Wasser. Ich weiß, das ist manchmal ein hässliches Geräusch, gell? Aber das ist halt so. Man kann auch diese Dinger nehmen mit Pumpe, wo man dann halt einen Innendruck auf, und die sind aber wesentlich teurer. Von dem her, ja, kann man hier die Blumendinger. Also abspülen mit destilliertem Wasser nach jedem Schritt. Einfach daher oder deshalb, damit das eine oder andere Elektrolyt nicht miteinander in Kontakt kommt. Entfetten, entchromen, Aktivator, da macht es nicht so viel aus. Aber wenn jetzt, wie gesagt, vorher verkupfer und direkt vergolde oder versilber und vergolde und sich die Elektrolyte auf der Fläche sammeln und dann abgeschieden werden, gibt es meistens Störungen. So, jetzt haben wir es schön sauber entfettet. Jetzt kommt der sogenannte Aktivator, den bitte mit Minimum 2,7 Volt. Und zwar deshalb, weil man nicht weiß, ob da vielleicht in der im Metall etwas drin ist, was vielleicht doch noch auf den Aktivator reagiert. Deshalb immer mit wenig Volt. Ist auch nicht so wichtig jetzt die Höhe der Voltzahl, sondern einfach so, der Aktivator entfernt von Nickel- und nickelhaltigen Flächen die Oxidschichten, die da drauf sind. Einfach so kleine kreisende Bewegungen machen mit wenig Volt. Sieht, es schäumt ein bisschen. Und dann entfernt man die Oxidschicht. Da gibt es jetzt auch keine Zeitvorgabe, sondern einfach, dass man überall mal gewesen ist. Und dann haben wir jetzt durch die zwei Schritte, entfetten und aktivieren, haben wir jetzt eine perfekt vorbereitete Fläche, um jetzt weiter zu beschichten. Es gibt jetzt ganz viele Metalle oder Elektrolyte, die gehen jetzt nicht direkt auf Edelstahl. Also man kann jetzt Edelstahl nicht direkt versilbern, man kann ihn auch nicht direkt verchromen, man kann auch nicht direkt Rosé vergolden zum Beispiel. Man braucht immer einen sogenannten Zwischenhaftgrund oder Zwischenschicht. Das wäre in der Stiftgalvanik die einfachste Variante immer, zum Beispiel der Goldflash oder das ganz normale Goldelektrolyt mit 8 oder 12 Gramm. Ich zeige mal den Goldflash, weil der halt genauso wie Gold abscheidet, aber halt keine Härtezusätze hat. Deswegen ist er auch transparent. Da kann man von der Abscheidung her mal locker schon auf 4 Volt gehen. Wie gesagt, minus das Teil, was man beschichtet, ans Minus halten und dann immer schön über einem sauberen Becher arbeiten. Dann kann ich hier also immer das Elektrolyt immer auffangen. Da sind jetzt 2 Gramm Gold drin. Das heißt, die Abscheidung geht ein bisschen langsamer, aber letztendlich für die meisten Verhältnisse schon doch sehr schnell. Ja, man sieht also, wie gut es abgeschieden wird. Ich gehe jetzt mal hoch und deshalb zeige ich auch mal, wenn ich zum Beispiel auf 6 Volt gehe, dass die Einstellung am Gerät und auch was hier im Leitfaden oder auf den Etiketten schreibe, immer nur ein grober Anhaltspunkt ist, um zu sehen, wo sollte ich Minimum anfangen und wo kann ich meine Einstellung letztendlich lassen. Also ich bin jetzt bei 6 Volt und dann geht es wesentlich schneller. Ja, und das ist halt der Punkt. Es kann jetzt sein, wenn ich einen anderen Löffel beschicht von einem anderen Hersteller, dass die Abscheidung vielleicht mit 6 Volt zu schnell geht und dann die Abscheidung ein bisschen dunkel, schleierig, wolkig wird, dann einfach die Voltzahl wieder reduzieren und drüber fahren. Also man braucht da keine Angst haben, dass man da jetzt was kaputt macht. Ja, man kann sowieso nichts kaputt machen, ist ganz wichtig. Also man sieht, schöne, tolle Goldoptik. Allerdings ist diese Goldflash Optik halt eher optisch. Für einen täglichen Einsatz wäre das Gold zu weich und wird sich schnell abreiben. Da empfiehlt man dann halt den Einsatz mit dem Kobalt gehärteten Gold, weil das sehr abriebfest ist. Damit kann man dann also auch Fahrzeuge beschichten, die dann durch die Waschanlage fahren. Ich mache jetzt mal einen kurzen Zwischenschritt, zum Beispiel dem Versilbern, damit man einfach mal sieht, dass man, wenn man Edelstahl versilbern möchte, ja, wie schnell und einfach das geht. Hier wieder reduzieren. Silberelektrolyt kann man mit der Silberelektrode machen oder auch mit einem Edelstahlelektrode. Beim Silber bitte aufpassen, dass man es nicht an die Finger kriegt. Es gibt immer so schwarze Flecken. Das Silbernitrat
Das metallisiert in der Haut aus. Ansonsten ist es sehr transparent. Wenn da mal Fuseln, Staub oder sowas im Becher rumschwimmen, macht dem Elektrolyt gar nichts aus. Es wird nur das reine Ion abgeschieden. Man sieht, Silber geht sehr schnell, fast viermal so schnell wie Gold. Und das ist jetzt zum Beispiel auch der Punkt, dass man sagen kann, man kann viele Sachen auch wieder rückbauen. Ja, wenn viele sagen, ah, das Gold gefällt mir jetzt trotzdem nicht. Wie kriege ich das Ganze wieder runter? Natürlich in erster Form durchs Polieren. Einfach einen Polierbock dran und dann mit Vollgas das Ganze wieder runter. Oder jetzt hier in dem Fall könnten wir es versilbern, was das Ganze wieder der Optik ähnlich bringt. Natürlich ist Silber immer wieder die Gefahr, dass es dann wieder anläuft mit der Zeit. Aber letztendlich wäre das eine Option. Jetzt ist es so, wenn man hier ein bisschen drüber fährt, wird es immer ein bisschen leicht gelblich. Ja, das ist die Natur vom Silber. Und wenn man da ein bisschen so drüber fährt, dann kommt gleich dieser typische Silberglanz. Viele denken immer, das Gold wäre nicht überdeckt, weil man natürlich, wenn man auf Gold beschichtet, das Auge immer diesen Goldton noch im Kopf hat. Aber letztendlich ist es Silber. Ja, es kommt am Anfang leicht gelblich raus, aber jetzt sieht man ganz klar, das ist Silber. Wenn man es also neben ein Silberbesteck legt, sieht man es eindeutig. Hier nochmal der Unterschied zwischen Edelstahl und Silber. Ich habe jetzt die Kante nicht ganz streng gezogen, sondern einfach Pi mal Daumen. Könnte jetzt den Überschuss hier wegpolieren, wenn ich es möchte, oder halt entsprechend mit dem Isolierband abgeben. Man sieht da eindeutig und ganz schön, dass man nur das beschichtet, was man möchte. Ja, man kann das also schön freilassen. So ist es auch materialsparend, wenn jetzt jemand sagt, man hat irgendeine Skulptur oder ein Objekt, was man letztendlich an die Wand macht oder was verbaut wird und man braucht die Rückseite gar nicht. Wenn es natürlich jetzt ein blanker Stahl wäre und das im Außenbereich eingesetzt wird, wäre es natürlich fatal, nur eine Stelle zu beschichten, weil innen drin quasi hier der Stahl dann anfangen würde zu rosten und dann hier quasi über die von der nicht beschichteten, über die beschichtete Fläche sich dann ausbreiten würde. Also gäbe es eine Korrosionsbrücke. Von dem her sollte man dann all umfassend rundum beschichten, dass man sowas dann unterbindet. Wenn man die großen Becher hat, kann man natürlich die Elektrode mit dem Stoffpad drin lagern. Wichtig ist, luftdicht verschließen hat den Vorteil, wenn der Becher mal umfällt, dass man kein Elektrolyt verliert. Man kann auch den Becher immer schön sauber machen, dann sieht es auch richtig schön aus, ja? Und nicht irgendwo so, ich sag mal, versifft. Und dann kann man das Elektrolyt wieder zurückstellen. Hält mindestens 2 Jahre, von dem her ist überhaupt kein Problem. So, jetzt haben wir natürlich wieder hier eine versilberte Fläche, die wir ja jetzt nicht haben wollten. Auf Silber könnte man auch versuchen, eine schwarze Beschichtung drauf zu bringen. Wir können es aber wieder vergolden, weil auf Gold geht es halt am leichtesten. Spüle nochmal zur Sicherheit das Elektrolyt ab, halte das Minus wieder dran. Habe so auf 5 Volt gestellt, nehme jetzt mal ein kobaltgehärtetes Gold, fahre drüber. Man sieht, bei 8 Gramm geht es halt brutal schnell. Ja, das ist rucki-zucki. Und so kann ich meine Münzen, meine Uhren, meinen Schmuck, meinen Silberschmuck, mein ganzes Messing kann ich hier so schnell vergolden und habe einfach mal eine ganz andere Optik. Ja, kann also von normalem Gold auf Roségold, auf Weißgold, auf Grüngold umswitchen und so weiter und so fort. Und das alles selber, ja, ohne wegzuschicken, ohne Diskussion mit irgendwelchen Juweliere oder Uhrenmacher, ja, die die Materie sowieso nicht verstehen, die immer dieses Ja, aber und das glaube ich nicht, ja, sondern macht man selber. Und da ist es, wie gesagt, immer wichtig, wenn man Teile, die man beschichtet, die im Einsatz sind, eigentlich dick beschichtet. Das ist nur das Ganze der Unterschied zur Bartgalvanik, dass man halt in der Stiftgalvanik manuell drüber fährt und vielleicht einmal, wenn man noch ein bisschen ungeübt ist, die Schicht zu dünn macht und sich die abreibt. Und in der Bartgalvanik, da hängt man es halt 3, 4, 5 Minuten rein und hat einfach eine dickere Schicht. Und in der Stiftgalvanik macht man es halt durch Auftragen. Das heißt, je länger ich da drüber fahre, desto dicker wird die Schicht. So, war ich ganz einfach. Jetzt kommt das Schwarzruthenium. Schwarzes Gold. Ja, in der Verdampferszene oder Shisha, ganz, ganz modern zur Zeit, ja, da wird ganz viel mit Schwarz gemacht. Wobei da auch mittlerweile, ich habe ja mit den Verdampfer jetzt nichts zu tun. Ich habe halt sehr viele Hersteller und Anwender, die die Teile verwenden, selber veredeln. Ist es halt so, dass auch da natürlich immer eine Entwicklung, eine rasante Entwicklung stattfindet. Und da wird mittlerweile sehr viel mit anderen Beschichtungen gemacht, gearbeitet, was aber nichts mehr mit einer Galvanik zu tun hat. Ja? Also auch selbst das Prämieren jetzt zum Beispiel oder
CLC-Beschichtungen und wie es alles heißt, ja, Diamond-like Coat, Coating-like Diamond oder das hat aber alles nichts mit Galvanisch zu tun. Das heißt, es sind keine edlen Metalle, die da aufgetragen werden, sondern schlichtweg einfach Chemie oder Farbe oder sowas. Gell? Aber natürlich, wenn es der Markt hergibt, macht man es. Aber wie gesagt, Galvanisch hat das gar nichts zu tun. Jetzt kommen wir mal zu der ominösen Flüssigkeit. Ja, das ist 10% Schwefelsäure. Gibt es im Internet frei erwerblich zu kaufen. Ich gebe euch da auch immer in meinem Leitfaden steht die entsprechende Adresse drin, wo man das wirklich günstig erwerben kann. Und jetzt ist so, dass man es bitte nicht nur eintaucht, sondern abreibt. Das heißt, man nimmt jetzt die 10%ige Schwefelsäure und reibt es ab. Die übrigens sich zwar brutal brachial anhört, Schwefelsäure, ja, aber bei 10%, ich habe es neulich da gehabt, ein Kunde, der abends noch mal ganz kurz bei mir war, entsprechend Material abgeholt hat und habe hier quasi ein bisschen so bei Dämmerlicht zu viel in den Becher rein und habe beim Draufdrücken vom Plastikstopfen ist mir die Schwefelsäure ins Auge gespritzt. Ich habe es sofort mit Wasser ausgespült, mit viel Wasser ausgespült. Weder rot, noch eine Verätzung, noch eine leichte Rötung, noch irgendwo Probleme am Auge. Also natürlich muss man mit allen Chemievarianten und Elektrolyten wirklich so umgehen, als wäre es eine richtig scharfe, heftige Chemie. Aber letztendlich, ich sage mal, wenn es hier zum Ernstfall käme, hat man hier keinen körperlichen Schaden, dass man wirklich sagt, man muss aufpassen, dass man jetzt da mit der blanken Haut drankommt und dann kriegt man hier brutale Verbrennungen oder Verätzungen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ne? Also trotzdem natürlich immer Handschuh, geschlossene Handschuh, müssen keine besonderen Handschuhe sein, sondern halt einfach dichte Handschuhe ist wichtig, wenn man sich mit der Minusklemme hier ein paar Mal reinzwickt, dass man dann wirklich dichten Handschuh hat und Handschuhe entsprechend tauscht. Natürlich ist auch ein gut belüfteter Raum immer wichtig, weil nur in gut belüfteten Räumen entsprechend hier da kein Stau oder so. Es gibt zwar keine Dämpfe, aber trotzdem gute Lüftung. Wer sich ganz sicher sein möchte, arbeitet mit Augenschutz, ja, mit der Brille und natürlich entsprechend mit dem Atemschutz, sprich einfach wie ganz normal, wie man es aus dem Krankenhaus kennt. Oder entsprechend, wenn einer sagt, ich gehe da ganz auf Nummer sicher, kann man sich auch eine Maske oder so holen. Ne? Das liegt natürlich an jedem selber. So, nachdem wir jetzt mit der 10%igen Schwefelsäure abgerieben haben, sogenannte Dekapieren, kann man das Minusklemme auch nochmal schön sauber machen. Haben wir jetzt eine perfekt vorbereitete Fläche. Schwarz Ruthenium, Rhodium, schwarzes Chrom. Sollte man am besten auf 60 Grad erwärmen. Ich sage mal wie ein Fisch im Wasser. Je heißer, desto besser. Je leichter scheidet sich es ab. Ich mache es im kalten Zustand, damit man einfach mal sehen kann, dass es so auch geht. Aber man muss natürlich ich sage immer, im Fehlerausschlussverfahren zu 100% arbeiten, weil ich habe immer Kunden, ich sage mal, von 100, die kaufen, schaffen es 95% auf Anhieb, 5 schaffen es nicht. Da muss man dann halt einfach sagen, da gibt es ein Problem in Form von Temperatur, was vielleicht schon zu alt ist, in Form von nicht richtig vergoldet und nicht richtig mit Schwefelsäure abgerieben, sondern nur mal kurz eingetaucht. Und deshalb muss man dann immer ich sag mal, im optimalen Bereich arbeiten und dann schafft es auch jeder. Ja. Ist natürlich immer so, wenn man mit 50 Milliliter arbeitet, um das Ganze mal zu testen und das Ganze nicht gleich zum Erfolg führt, dann schmeißen viele immer gleich hin und sagen, kann ich nicht. Ich biete hier immer auch eine Schulung an, dass man sagt, komm vorbei, ja, machen wir das hier nochmal gemeinsam. Oder man muss halt einfach auch wie in vielen anderen Bereichen einfach sagen, ich muss ein bisschen was investieren, um zum Erfolg zu kommen. So, das ist ganz wichtig. Schwarzruthenium und diese ganzen schwarzen Beschichtungen mit dem sogenannten Graphitstab, mit der Graphitelektrode, ja, da natürlich nicht zudrehen wie ein Wahnsinniger und auch nicht drücken, sonst knickt sie ab. Ja. Und jetzt hier das Elektrolyt aufbringen. Es geht natürlich jetzt ein bisschen langsamer. Ja, da sind viele verwöhnt und sagen, wow, Silber ging schnell, Gold ging schnell. Und dieses Schwarze, das dauert halt einfach, das kann es doch nicht sein. Ja, aber das ist so. Es muss sich erst ein bisschen anlegen. Ja, und deshalb, wie gesagt, wenn ich es jetzt warm gemacht hätte von Anfang an, wäre es natürlich schon ein bisschen schneller gegangen. Ich erhöhe jetzt mal die Spannung auf 5 Volt. Und jetzt sieht man, dass sich's langsam, aber ganz langsam abscheidet. Und wie gesagt, ob ich jetzt hier so kleinere Flächen mache, ganz kleinere Flächen oder letztendlich auch ganz große Flächen, spielt überhaupt keine Rolle, weil wir uns Schritt für Schritt nach vorn arbeiten und es keine Übergänge gibt. Das heißt, egal wie groß die Fläche ist, ich arbeite mich Schritt für Schritt, ja, Millimeter, Zentimeter für Zentimeter nach vorne und habe hier immer eine gleiche Abscheidung. Der Glanz, wie gesagt, kommt immer vom Untergrund. Das heißt, wenn es vorher geglänzt hat, wird die Schicht auch glänzen.
ist sie matt, porös, gebürstet, bleibt es dann auch so. Wir werden also kaum eine Überdeckung schaffen, es sei denn, man beschichtet sehr dick mit Kupfer, was sich sehr schnell und dick auftragen lässt. Aber letztendlich ist es wichtig, dass man vorher, ja, was ich ja vorher schon angesprochen habe, richtig die Fläche so bearbeitet, damit das Finish dann auch passt. Also der Glanzgrad kommt nicht vom Beschichten, sondern von der Vorarbeit. Ist auch in der Badgar war nicht so. Es ist nicht so, dass man da irgendwelche verlepperten Teile dann mal kurz in den Säurebad hält, dann kommt das alles toll raus, sondern da wird auch gearbeitet. So, man sieht, die Abscheidung ist super schön, dunkel. Ich denke, für den einen oder anderen hat es sich doch gelohnt zuzuschauen. Ja. Ja, ist immer so. Manche, die sagen immer, es ist schön, dass du so viel redest. Wir haben ziemlich identische Meinungen auch. Oder was allgemein betrifft. Ja, ist auch immer schön, wenn man ein bisschen privat sich austauscht. Manche sagen, da rede ich schon ein bisschen viel. Ich konzentriere mich eigentlich aufs Wesentliche. Ich brauche Informationen. Aber das könnte man ja dann filtern. Ja. Wenn man einfach sagt, okay, jetzt hat er viel zu viel über das Polieren geredet. Beim nächsten Film rede ich zu wenig über das Polieren. Es kommt auch immer, dass sie sagen, ja, sprecht das mal ein bisschen mehr an. Ja. Aber so sieht das hier aus. Und wer sich wirklich noch nicht sicher ist und sagt, das traue ich mir nicht irgendwie, kommt einfach mal vorbei. Und dann macht man das hier im Rahmen einer kostenlosen Vorführung, Präsentation. Ich beiß nicht und ich bin auch nicht der Zwangsverkäufer. Ich muss nichts verkaufen. Ja, ich verkaufe es gerne. Und deshalb ist auch so, wenn jemand sagt, ich habe ein eigenes Projekt, ich habe eine gewisse Vorstellung, was ich machen möchte, dann kann man das ja hier schauen und üben, probieren, ob es dann auch so leicht geht, ob es funktioniert. Und wenn man sagt, nee, komm jetzt hier zu keinem Ergebnis, dann ist es auch okay. Ja, wird hier niemand überzeugt und überredet. Das ist nicht meine Art. So, wenn man jetzt fertig ist, nochmal mit Wasser abspült, dann nimmt man nochmal 10%ige Schwefelsäure und fährt über die Fläche und das ist das sogenannte Verdichten. Das heißt, die Schwefelsäure drückt jetzt diese Beschichtung nochmal tief in die Metallporen rein, verdichtet das Ganze und verstärkt die Haftung. Auch ist wichtig, dass man bei schwarzen Beschichtungen nicht nur kurz mal drüber fährt und sagt, wow, das ist jetzt schwarz, das passt, sondern die Schichtdicke sollte natürlich auch passen, ja, entsprechend, dass man dann wirklich entsprechend dick beschichtet, wenn es dann halt, wie jetzt bei so einem Verdampfer oder bei irgendwelchen Teilen, Schmuck oder so, dass es da quasi permanent benutzt wird. Von dem her sieht es dann so aus. Ja. Schöne schwarze Optik, ganz toll. Ja. Kann man noch ein bisschen sanft auf Glanz bringen, aber ansonsten wäre das jetzt die Vorgehensweise. Also nochmal für die, die gerade zugeschaltet haben, nee, Quatsch, das ist ja gar nicht, ne? Hochglanz polieren, wenn erforderlich, auf jeden Fall das Teil immer mit dem sogenannten Entfetter entfetten. Wenn man es mit Spannung macht, so um die 3-4 Volt reicht vollkommen aus. Als zweiter Schritt, sogenannte aktivieren mit dem Aktivator bei 2,7 Volt. Spülen mit destilliertem Wasser. Vergolden mit Goldflash oder mit Gold 8 Gramm. Brauche ich keine dicke Schicht, einfach nur, dass es schön Gold ist. Spülen mit destilliertem Wasser. Nehmen wir 10%ige Schwefelsäure. Die Quelle nenne ich, das ist überhaupt kein Problem. Reibt es richtig ab, auch die Minusklemme. Dann nehmen wir schwarzes Ruthenium oder schwarzes Rhodium, schwarzes Chrom, erwärmen es auf 60 Grad, damit es richtig heiß wird. Den Löffel oder das Teil, was beschichtet wird, auch ganz kurz ins warme Wasser legen, dass alles richtig warm ist. Erleichtert das Ganze. Dann nehme ich einen Bluespol mit dem sogenannten Graphitstab, stecke meistens, wenn es geht, einen nagelneuen Stoffpad drauf. Wenn der so richtig lapprig und schon ein bisschen zuzogen ist, ja, dann kann es sein, dass auch da dessen Schwachpunkt ist, dass bei der Beschichtung Fehler entstehen oder Flecken. Und der wichtigste Punkt ist, wer da hinten kein 25 Ampere Gerät hat, sondern irgendwelche mit so albernen 3 oder 4 oder 5 Volt Geräten arbeiten möchte, wenn es da Störungen gibt, dran denken, passt der Strom nicht, die Stromdichte funktioniert nicht, dann bitte ein 25 Ampere Gerät. Wo man das kauft, ist mir eigentlich völlig egal. Bei mir im Shop gibt es für 155 Euro eins. Ich weiß, dass ich eigentlich beim Haupthersteller die Sachen günstig einkaufe und eigentlich den aktuellen Verkaufspreis eigentlich fast um 20 Euro unterbiete. Von dem her ist es so, dass man es bei mir eigentlich günstig kaufen kann. Wer aber sagt, ich habe irgendwo einen Bekannten eins aufgetrieben, wie auch immer, ist es toll, nutzt das. Aber wie gesagt, wenn es unter 25 Ampere ist, ist das ganz schlecht.
Dann beschichten, schön auftragen, entscheiden ab 3 Volt, teilweise bis 5 Volt hochgehen. Wenn die Fläche fertig ist, schön schwarz, schauen, dass man richtig dick beschichtet hat, mit Wasser spülen und dann erneut nochmal mit 10%iger Schwefelsäure das Ganze verdichten, mit Wasser spülen, schön polieren und dann sieht das Ding so aus und dann schafft ihr alles. Wer Fragen hat, bitte melden bei www.betzmer-garanik.de. Ja, da erreicht man mich, auch meine Handynummer, WhatsApp, kann man mir auch jederzeit eine Nachricht schreiben. Wer sagt, ich hätte gerne mir mal das persönlich angeschaut, kommt vorbei. Ich bin in Pfullendorf, in der Nähe vom Bodensee, mittig, Höhe Überlingen. Ist gut, verkehrstechnisch gut zu erreichen. Termine gern unter der Wochenende und natürlich für alle unsere Arbeiter, die sagen, ich komme am Wochenende unter der Woche nicht raus, natürlich gern auch am Wochenende. Samstag, Sonntag sind überhaupt kein Problem. Ja, einfach für einen Termin kurz anfragen und dann zeigt man das. Wenn man fertig ist, klar mit Wasser spülen, damit diese ganzen gelösten Salze nicht auf der Fläche reagieren. Gerade hier in der Minusklemme läuft natürlich immer mal das Elektrolyt hier durch und hier unten bildet sich Flugrost. Becher gut verschließen, das ist auch noch wichtig. Wie gesagt, die großen Becher mit Elektrode zumachen. Die kleinen Becher kann man nur den Stoffpad drin lagern, richtig zumachen. Und dann auch hier auf der Arbeitsfläche nicht so viel rumstehen haben, weil es natürlich so ist, dass das Kabel hier wie so eine Schlange sich über die Platte schlängelt und das eine oder andere Elektrolyt einfach mal runterschmeißt. Ja, und dann ist das natürlich so, dass es dann zu unschönen Situationen kommt, ja, dass man dann plötzlich 200 ml Gold über den Arbeitsplatz hat schwimmen sehen und dann ist das nicht schön. Ich freue mich auch nicht drüber. Ja. Ich freue mich über Fotos, über Erfolge. Ich freue mich über jeden glücklichen Kunden, weil jeder glückliche Kunde ist für mich immer Bestätigung, dass es machbar und möglich ist. Gell? Das ist so, wenn man sich mit Leuten unterhält, die dann wirklich sagen, du, ich habe so ein Gerät mal gekauft für 400 Euro und ich habe da echt schon eine Menge Geld verdient. Einfach so im Nebenberuf, im Nebenhobby, dann ist das doch toll. Oder dass man sagt, man macht mal 50 Euro, 100 Euro, 1000 Euro, je nachdem, wo man die Aufträge generiert. Und das ist doch eine schöne Sache mit so einem kleinen Arbeitsplatz, ja, 40 auf 30, sage ich immer. Und man kann hier alles machen. Also ich habe hier teilweise Kessel für die Brauereien stehen, die sind einen Meter hoch, 40 cm Durchmesser. Die sind so schwer, also 20 Kilo, die würden aus jeder Halterung fallen in der Galvanik, wenn es überhaupt so große Goldbäder gibt. Also von dem her ist der Markt gigantisch. Münzen, Schmuck, ja, Besteck, Uhren, Autoteile, Motorradteile, Flugzeugteile, Golf, Schlüsselanhänger, alles mögliche, Oldtimer-Restauration, Messing vergolden, damit es nicht mehr anläuft, Silberschmuck vergolden, damit man nicht mehr anläuft, man kann Silberschmuck rodinieren, man kann Weiß vergolden, man kann Grün vergolden, ich zeige es nochmal hier, ja, ist jetzt ein Grüngold, Grüngoldstichig, man kann so viele Dinge machen, Schmuck mit Perlen, ja, man kann es im eingebauten Zustand, man braucht nichts zerlegen, man kann es am Auto machen, wer auf meiner Facebook-Seite mal schaut, da sieht ja unendlich viele Beispiele von hauptsächlich mir und auch meinen Geschäftspartnern und Lizenznehmern, die da mit schon fleißig arbeiten, ich jetzt mittlerweile schon seit 15 Jahren, also von dem her haben wir einen großen Erfahrungsschatz und wie gesagt, das gebe ich alles gerne weiter. Also in dem Sinne wünsche ich euch, heute ist Freitag, schönes Wochenende, lasst es euch gut gehen und bei Fragen, wie gesagt, hemmungslos melden. Bis dann!